Hallo, mein Name ist Jasmin Kalcher. Willkommen zur OpenGeoEdu-Übung Biogut in Deutschland. Sie erinnern sich, das Fallbeispiel Biomassepotenziale beschäftigt sich mit den folgenden Schlüsselfragen. Welche Mengen an biogenen Ressourcen können wir überhaupt nachhaltig nutzen? Wo befinden sich die Ressourcen? Und welchen Beitrag kann Biomasse zur Energiewende leisten? In dieser Übung geht es um die Biomasse Biogut aus der braunen Tonne. Auf Basis von frei verfügbaren Datensätzen werden Statistiken, Fachdaten, Geodaten aufbereitet und kombiniert. Als Ergebnis entsteht eine Karte, die das technische Biomassepotenzial von Biogut aus der braunen Tonne darstellt. Das Organisatorische zuerst. Zur Bearbeitung brauchen Sie einen Computer mit Internetzugang, ein Geoinformationssystem, ein Tabellenkalkulationsprogramm und Zeit. Die Durchführung dieser Übung dauert ca. 9 Stunden. Wie immer ist die Übung in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen verfügbar. Klick bei Klick für GIS-Neulinge, Basic für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit guten GIS-Grundkenntnissen und Advanced für Nutzer mit erweiterten Kenntnissen im Umgang mit GIS und offenen Daten. Aber nun zum Inhalt. Bevor Sie die Übung bearbeiten, sollten Sie einige Fakten zu der betrachteten Biomasse kennen und ihre Relevanz im Energiesystem einordnen können. Würde in Deutschland das gesamte technische Biomassepotenzial von Biogut aus der braunen Tonne energetisch genutzt und zu Biomethan aufbereitet, könnten damit etwa 35-70% der Busse, die im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt werden, mit Treibstoff versorgt werden. Allerdings, nicht das gesamte technische Biomassepotenzial kommt auch tatsächlich für entsprechende Verwertungswege in Frage, denn der Rohstoff muss erst einmal sortiert vorliegen. Zwar ist Biogut aus privaten Haushalten bereits die größte getrennt gesammelte Abfallfraktion in Deutschland, aber zugleich auch die größte nicht getrennt gesammelte Abfallfraktion. Das bedeutet, von den jährlich etwa 16 Millionen Tonnen Frischmasse Biogut aus privaten Haushalten werden nur etwa 25% über die braune Tonne gesammelt. Der Rest wird entweder über den Restmüll oder den gelben Sack entsorgt, für die Eigenkompostierung genutzt, landet in der Kanalisation oder wird in geringen Mengen als Tierfutter verwertet. Bioabfälle, die für die Eigenkompostierung verwendet werden, sind bereits gebunden und stehen für einen möglichen anderen Verwertungsweg nicht zur Verfügung. Ähnlich verhält es sich mit Bioabfällen, die über den Restmüll oder den gelben Sack entsorgt werden. Da für die Vergärung in Biogasanlagen oder die technische Kompostierung eine Sortierung Voraussetzung ist, landen die biogenen Anteile üblicherweise in mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen oder in Müllverbrennungsanlagen. Für höherwertige energetische Nutzungen kommt daher vor allem Biogut in Frage, das von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern über die braune Tonne gesammelt wird. Deshalb betrachten wir in dieser Übung ausschließlich diesen Teil des gesamten Aufkommens. Werden die organischen Haushaltsabfälle über die braune Tonne getrennt gesammelt, können sie unterschiedlichen Verwertungspfaden zugeführt werden. Eine etablierte Benutzung besteht in der technischen Kompostierung des Bioguts in Bioabfallkompostierungsanlagen. Hierbei entsteht ein Gemisch aus organischer Substanz und Mineralstoffen, das in der Landwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau, aber auch in privaten Gärten als Dünger- und Strukturmaterial eingesetzt wird. Oft geht man bei Potenzialberechnungen davon aus, dass bereits stofflich genutzte Anteile nicht für eine energetische Nutzung zur Verfügung stehen. Bei Biogut verhält sich dies etwas anders, da sich stofflich und energetische Nutzungen auch ergänzen können. Bei der sogenannten integrierten stofflich-energetischen Nutzung, auch Mehrfachnutzung genannt, wird das Biogut einer anaeroben Vergärung zugeführt, bei der Biogas und Gärreste entstehen. Da die Gärreste verschiedene pflanzenverfügbare Nährstoffe enthalten, können sie als organischer Dünger verwendet werden. Auch die Mischung der Gärreste mit Grünschnitt und eine anschließende Kompostierung ist möglich. Wird das bei der Vergärung entstandene Biogas schließlich in einem Blockheizkraftwerk verbrannt, werden Strom und Wärme erzeugt. Alternativ kann das Biogas aber auch zu Biomethan aufbereitet werden. Dieses Biomethan kann nach weiteren Aufbereitungsschritten entweder in das Erdgasnetz eingespeist werden und wie Erdgas verwendet werden, oder es kann mit oder ohne weitere Aufbereitungsschritte als Kraftstoff genutzt werden. Derzeit wird der überwiegende Teil des Bioguts aus der braunen Tonne in Pfad 1 verwendet. Zwar ließen sich bestehende Nutzungspfade in vielen Fällen optimieren, eine Umlenkung der etablierten Stoffströme ist jedoch nicht von heute auf morgen möglich. Außerdem ist die Energiedichte von Biogut gering. Daher sind Transporte über längere Strecken meist nicht sinnvoll. Die Nutzung von Biogut muss daher in möglichst geringer räumlicher Entfernung zum Anfallort stattfinden. Wir wissen, dass Biogut nicht gleichmäßig über die Fläche verteilt erzeugt wird. Vielmehr hängt das Aufkommen von Einwohnerzahl und Lebensgewohnheiten ab. Diese können vor allem zwischen urbanen und ländlichen Gebieten variieren. Die gesammelte Menge wiederum hängt unter anderem vom Sammelsystem ab. Dieses kann zwischen den Landkreisen variieren. So gibt es Landkreise, die flächendeckend eine Biotonne eingeführt haben, Landkreise ohne Biotonne,
Landkreise, in denen eine Biotonne teilweise angeboten wird und auch Landkreise, in denen das Biogut zu einer zentralen Sammelstelle gebracht werden muss. Mit Hilfe von GIS und offenen Daten soll daher eine möglichst hoch aufgelöste Karte des getrennt gesammelten Bierguts aus der braunen Tonne in Deutschland erstellt werden. In den Schwierigkeitsstufen B und C bedeutet dies, mittels Disaggregation eine Karte der gesammelten Menge auf Gemeindeebene zu erstellen. In der Advanced-Variante ist auch eine Darstellung auf Quadratkilometer-Ebene möglich. Dass Biogut auf regionaler Ebene tatsächlich einen nennenswerten Beitrag leisten kann, zeigt das Beispiel der BSR-Biogasanlage Berlin. Die etwa 3,6 Millionen Einwohner in Berlin erzeugen jedes Jahr über 60.000 Tonnen Biogut, welches getrennt gesammelt wird. Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe bereiten dieses zu Biomethan auf und dieses Biomethan wird als Kraftstoff für 150 Lkw genutzt, mit denen 63% des Berliner Rest- und Bioabfalls transportiert werden. Dadurch können jährlich 2,5 Millionen Liter Dieselkraftstoff bzw. 9.000 Tonnen CO2 eingespart werden. OpenGeoEDU ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt. Wenn Sie Interesse haben, besuchen Sie opengeoedu.de.